Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Envy X360 und zwar ein 15EE. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. So, um das Gerät nun zu öffnen, müssen wir zuerst die Schrauben lösen. Und die sind, wie bei HP üblich, unter den Gummischienen versteckt. Ich zeige euch das mal hier im Bild. Ich habe die Gummischiene schon gelöst. Die ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt und muss auch nur auf der Rückseite komplett entfernt werden. Vorne reicht es links und rechts, ein bisschen die Schiene anzuheben und dann kommt man da unter die beiden Schrauben, die außen sitzen. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt, wo alle gängigen Aufsätze und Schrauben mit dabei sind. Und für die normalen Schrauben am Gerät reicht ein Kreuzschraubendreher, ein PH0. Nur die eine Schraube vorne in der Mitte ist eine Torx und dafür nehme ich hier ein T5. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und dafür lösen wir diesen Stecker hier, den man sehr gut seitlich anfassen kann und dann einfach ein bisschen zur Seite rauszieht. Und ja, den kann man auch hinten am Kabel anfassen und da auch ein bisschen dran ziehen, bis er dann noch draußen ist. Ja, und direkt neben dem Akku hier sehen wir die SSD. Die ist jetzt unter so einer Schutzhülle. Die kann man einfach da oben ein bisschen abziehen. Die ist da auf den RAM-Deckel aufgeklebt. Und
ja, wenn man das gelöst hat, muss man noch die Schraube, die sich hier zwischen Akku und dem Schutzblech befindet, lösen. Und ja, dann kann man das Schutzblech seitlich unter dem Lautsprecher nach oben seitlich einfach rausziehen. Die SSD selber muss man dann nur noch an dieser einen Schraube lösen. Und ja, dann kann man die auch einfach nach oben unten rausziehen und eben gegebenenfalls austauschen. Der Einbau funktioniert dann einfach wieder genau andersherum. So, wie schon erwähnt, ist der RAM in diesem Fall unter so einer kleinen Blechabdeckung hier. Und auch um den auszutauschen, muss man das Klebeband von der SSD vorher wegmachen. Und dann kann man dieses Blech einfach nach oben abziehen und kann dann den RAM tauschen. Das Blech selber sitzt hier auf so kleinen Clips. Da kann man sehen, da gibt es so eine kleine Nut und da muss das Blech dann am Ende auch wieder drauf. Um jetzt den RAM selber zu tauschen, muss man aber nur diese beiden Klammern seitlich nach außen ziehen. Dann springt er einem auch schon förmlich entgegen. Und dann muss man den nur noch rausnehmen, austauschen und einfach umgekehrt wieder so einstecken und runterdrücken, bis die Klammern wieder einrasten. Und dann, wie gesagt, nur noch das Blech wieder in die Führung reinmachen. Das kann manchmal ein bisschen fummelig sein, aber gerade von oben drauflegen und festdrücken reicht in den meisten Fällen. Dann nur noch den Klebestreifen von der SSD wieder drauf und fertig. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und dann noch diese Kabel, die hier vorne vor dem Akku laufen, aus der Führung heraus lösen, dass die nicht verknickt werden oder abreißen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese drei Schrauben hier herausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Das ist wichtig, dass man da nicht einfach an dem Kabel zieht, sondern erst, wie gesagt, nach oben klappen. Und dann kann man das Kabel einfach lösen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser schwarzen Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen. Und ja, schon fertig. Gut, die Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen und das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, abziehen. Das gleiche spiegelverkehrt hier drüben. Und ja, bei dem Kabel muss man ein bisschen aufpassen. Das sind sehr dünne Kabel. Da sollte man nicht direkt dran ziehen. Da greift man eher an der Seite von dem Stecker und rüttelt da so ein bisschen links, rechts dran. Man kann da auch mit den Fingernägeln drunter greifen oder auch irgendeinen Gegenstand zur Hilfe nehmen. Und ja, irgendwann ist er dann auch draußen. Dann muss man eigentlich nur noch die Schrauben lösen und schon kann man den Lüfter tauschen. Der Einbau ist genauso einfach, alles in umgekehrter Reihenfolge. Da hilft es oft, erst das Kabel wieder zu verbinden, da hat man ein bisschen mehr Platz. Und dann kann man den einfach wieder festschrauben. So, um den Akku wieder einzubauen, legt man den einfach wieder an seinen Platz. Da muss man auch ein bisschen schauen, dass die Kabel wieder in der Führung drin liegen, dass die nicht zerknicken oder vom Gehäuse irgendwo eingedrückt werden. Und ja, dann kann man den wieder festschrauben an den markierten Stellen. Und am Ende auf jeden Fall nicht vergessen, das Kabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden.
So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, auch nicht vergessen, die Gummischienen wieder drauf zu kleben. Und ja, wenn die nicht mehr halten sollten, muss man da mit doppelseitigem Klebeband dran. Oder man kauft ein neues Paar Gummifüße, die man dann anstelle der Schienen einfach hier oben und unten dann draufklebt. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.